Irgendwann kommt der Tag, an dem die Bundesliga in ein tiefes Trauerloch fällt. Nämlich dann, wenn Freiburg-Trainer Christian Streich sagt, das war's, ich höre auf. Ich werde dann sehr lange weinen. 2 Jahre oder vielleicht auch für mein ganzes Leben lang, ich weiß es noch nicht so genau. Denn eines ist klar, er ist eine der schillerndsten Figuren, die die Bundesliga jemals hervorgebracht hat und vermutlich noch hervorbringen wird. Heute ist Christian Streich auf den Tag genau 10 Jahre Trainer beim SC Freiburg und das wird jetzt gefeiert. Guten Tag, ich bin Max. Schön, dass ihr da seid. Heute vor 10 Jahren ging alles mit dieser Meldung hier los. Neuer Chefcoach beim Bundesliga-Schlusslicht wird der bisherige Co-Trainer Christian Streich. Christian Streich, neuer Trainer des SC Freiburg. Ob das lange hält? Eine Ewigkeit später. Na, oder halt 10 Jahre. Dabei fiel ihm die Entscheidung nicht leicht. Weil ich mir das nicht zugetraut habe und weil ich auch in der Verantwortung im Markus gegenüberstand, weil er ein schlechter Co-Trainer war in der Vorrunde. 10 Jahre bei einem Club im modernen Profifußball, das ist heute eigentlich ziemlich unvorstellbar. Und damit herzlich willkommen zur Extra-Ausgabe von Dein SC Freiburg. 10 Jahre, 10 Gründe, wieso Christian Streich ein Hero ist. Christian Streich ist einer von uns. Wenn man ihm zuhört oder über ihn liest, dann wirkt das manchmal ein bisschen so, als wäre er aus einer ganz anderen Zeit in diesen modernen Fußballzirkus gelandet. Sein Lebenslauf ziemlich casual, wie bei uns eben auch. Man hat nicht nur eine Sache, die man ein Leben lang macht. Er ist Sohn eines Metzgers, ging auf die Hauptschule, machte eine Lehre zum Industriekaufmann und wurde dann Profifußballer. Er spielte in der 2. Liga, unter anderem bei den Stuttgarter Kickers und beim SC Freiburg. Dann in Homburg, 1. Bundesliga. Und mit Mitte 25 ließ er seine Karriere dann in der Oberliga ausklingen. Danach holte er sein Abi nach und ging mit 28 an die Freiburger Uni, Germanistik, Sport und Geschichte auf Lehramt. Dieses Studium für ihn ein großes Geschenk. Sein Klassenzimmer wurde dann aber letztlich doch der Rasen. Das ist ja das, was ich machen wollte, ich kann nichts anderes. Trotz des Rampenlichts blieb er aber normal und fährt zum Beispiel zu jedem Heimspiel mit dem Fahrrad. Jetzt liegt das neue Stadion leider doch am anderen Ende der Stadt, dann muss es eben doch das E-Bike werden. Weil mein Knie nicht so gut ist. Und wenn das Knie nicht so gut ist, ist der Rücken nicht so gut. Aber bitte mache ich keine Überschrift in der Bildzeitung, dass ich Streich nicht mehr laufen kann. Das wäre nett, wenn ich Ihnen das jetzt so freundlich sage. Und von dem her kann es gut sein, dass ich dann jetzt mal nach meinem E-Bike umschauen muss. Mit dem Fahrradfahren, da kommt er zur Ruhe, da baut er Stress ab. Und den hat er als Profi-Coach natürlich auch genug, weil, sind wir mal ehrlich, das Promi-Leben ist nicht immer nur so toll. Man wird halt auch ständig beobachtet. Du bist nie ganz entspannt in der Öffentlichkeit, weil klar. Immer unter Beobachtung? Ja, hebst du Gabel richtig und oh je, hast du einen Fleck da und isst ich anständig. Und deswegen genießt er halt eben so Dinge wie spontane Gespräche auf der Straße, vorm Stadion, in der Stadt oder wo auch immer, weil das erdet ihn und Starallüren hat er keine. Und das funzt. Streich gilt als eine Respektsperson der Liga bei Fans, Spielern, Trainern und in den Medien. Auszeichnungen gab es dafür schon haufenweise. Bei Transfermarkt.de belegt er ständig Platz 1 beim beliebtesten Bundesliga-Trainer. 2013 bekam er den Trainerpreis des deutschen Fußballs. 2017 wurde er Mann des Jahres beim Kicker und 2020 wählten ihn die Bundesligaspieler persönlich nach Klopp und Guardiola, so muss man sich mal vorstellen, zum drittbesten Trainer der Welt. Ich danke allen 5 oder 6, müsst es nachrechnen, Spieler, die mich so positiv sehen. Nein, mir ist lieber, ich bin Dritter als gar nicht erwähnt. Ich finde es super. Immer wieder hört man, dass die Leute ihn mögen. Ex-Spieler sagen das, andere Trainer auch. Das größte Lob bekam er 2018 von Jupp Heynckes. Größer geht's nicht, meine Meinung. Weil ich Christian Streich nicht nur sehr schätze, sondern weil ich weiß, dass er hier in Freiburg überragende Arbeit macht. Weil ich weiß, wie schwer das ist, sich immer wieder aufs Neue zu motivieren, kann ich Ihnen nur eins sagen. Riesengroßes Kompliment an Christian Streich. Aber auch andere Trainer haben große Anerkennung für seine Arbeit in Freiburg. Jürgen Klopp zum Beispiel, der war richtig hyped 2012, bevor er Streich zum ersten Mal an der Seitenlinie traf. Ich freue mich riesig,
Herrn Streich kennenzulernen. Ich bin keiner, der irgendwie so bei Facebook oder sowas unterwegs ist, aber bei YouTube gucke ich schon mal rein und da gibt es der nächste Streich, das ist cool. Und klar, so ein Typ, der spricht sich natürlich überall rum. Der Freiburger Jung Matthias Ginter weiß das sehr gut. Als ich das erste Mal, die ersten Male bei der Nationalmannschaft war, als ich noch bei Freiburg gespielt habe, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema, weil ich da damals der einzige Freiburger war und Christian Streich noch relativ frisch und neu war in der Bundesliga und da haben schon sehr, sehr viele nachgefragt, wie er denn so drauf ist. Er kommt aber nicht nur persönlich gut weg, sondern auch fachlich. Weil Christian Streich ist Teil davon, dass Freiburg wirtschaftlich so gut dasteht. Kleines Budget, maximaler Erfolg. Viele junge Spieler kommen für wenig Geld oder aus der eigenen Jugend, bekommen dort halt eben eine sehr, sehr gute Ausbildung und werden dann für viel Geld an große Clubs abgegeben. So zum Beispiel Chada Suyuncu kam 2016 für 8 Millionen und ging 2018 für 21 Millionen nach Leicester. Maximilian Philipp kam aus der eigenen Jugend und ging dann nach Dortmund für 20 Millionen. Luca Waldschmidt kam für 5 Mille, ging dann für 15 nach Lissabon. Klingt erstmal toll, ist aber harte Arbeit. Immer wieder muss der SC junge Leistungsträger abgeben und Streich muss fast jede Saison eine neue Mannschaft formen. Diese Saison war es mal anders. Freiburg hatte kaum Abgänge und hallo, spielen oben mit. Wir können uns also nur vorstellen, wie es wäre, wenn das Team mal wirklich für mehrere Jahre zusammenspielen würde. Aber von sowas will Streich nichts wissen. Er ist nämlich zu bescheiden. Nagelt mich nicht drauf fest, aber Bescheidenheit kommt immer, immer gut an. So ist das auch bei Streich. Sogar beim höchsten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte 6:0 gegen Gladbach. Und Streich wirkt danach fast so, als wäre ihm das Ergebnis unangenehm. Man kann auf der anderen Seite sitzen. Wir können auch ein Spiel 6:0 verlieren. Das ist Fußball. Das ist immer so, dass man dann auch, wenn es so extrem passiert, immer auch Mitgefühl hat für den Gegner. Wir sind ja Sportler, wir wissen ja, wie es laufen kann. Oder 2016. Freiburg macht in Paderborn den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga klar. Seine Spieler feiern, crashen danach die PK. Aber Streich drückt auf die Bremse aus Respekt vor dem Gegner Paderborn, die halt eben immer noch im Abstiegskampf stecken. Zweite Liga! Nie mehr! Nie mehr! Nie mehr! Nie mehr! Der andere Trainer muss noch was sagen, die kämpfen gegen den Abstieg. Geht raus! Und überschwängliche Formulierungen, die korrigiert er auch gerne. Stichwort Mega-Performance. Also ich habe keine Mega-Performance gesehen. Ich habe gesehen, dass wir gearbeitet haben. Oder geworkt. Für Christian Streich ist Jugendarbeit heilig. Das war so und das wird wahrscheinlich auch für immer so bleiben. Er selbst merkte früh, selbst Fußball spielen, okay, ja. Andere trainieren, das kann ich viel besser. 1995, vor 26 Jahren, wurde er Jugendtrainer beim Sportclub und er war mitverantwortlich dafür, dass die Freiburger Fußballschule zu einem deutschlandweiten Vorbild für Nachwuchsförderung wurde. Und dort war er mehr als nur ein Trainer. Er hat für mich auch ein Stück weit eine Vaterrolle eingenommen, hat mir Haltung vorgelegt, Disziplin vorgelebt und ja, auch aus mir den Menschen gemacht, der ich heute bin. 16 Jahre war er Trainer der A-Jugend und gewann 2006, 2009 und 2011 den Pokal und 2008 die Meisterschaft mit seiner A-Jugend. Viele schafften es unter ihm zu den Profis. Ömer Toprak, Olli Baumann, Chico Höfler, Johnny Schmid, Christian Günther, Alexander Schwolo oder auch Weltmeister Matthias Ginter. 2011 hörte er dann in der Jugend auf und das war happy. Ich glaube schon, dass er sich da ein Stück weit, das ist mein Gefühl, einfach schwer getan hat, da loszulassen, weil ihm das wahnsinnig viel Freude auch bereitet hat, glaube ich, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Sein letztes Spiel war ja dann das Pokalfinale, das wir dann im Elfmeterschießen gewonnen haben. Und es war natürlich wahnsinnig emotional, auch für ihn in seiner letzten Rede. Und die Connection zur Jugend, die blieb bei Streich bis heute. Immer wieder dürfen junge Spieler nämlich bei den Profis mittrainieren. Wenn es funzt, dann gibt es einen Vertrag. Wie für Jannik Keitel, Kevin Schade oder eben auch Matthias Ginter. Und am Ende lässt sich auf jeden Fall sagen, im Nachhinein hat er auf jeden Fall alles richtig gemacht. Streich würde dazu aber eher sagen, das ist nicht mein Erfolg, sondern der meines Teams. Weil Streich ist ein Teamplayer. Arroganz in Freiburg, das muss er sowieso täglich an der Garderobe abgeben, das will da keiner. Streich mag zum Beispiel das Wort Cheftrainer nicht. Seine Erklärung für seinen Posten umschreibt er grandios im Fußballmagazin Elf Freunde.
Ich bin nicht der Chef, sondern habe eine Funktion in dieser Gruppierung, aufgrund derer ich zu sagen verpflichtet bin, dass wir es so oder so machen. Das klingt nach einem Absatz aus einer Bachelorarbeit oder nach Aristoteles, kommt aber tatsächlich von ihm. Und der Team Spirit ist eben auch die Basis für den Freiburger Erfolg. Weil wir sehr, sehr viele gute, innovative, sensible Leute haben, die in ihre Bereiche gut arbeiten. Und bei uns ist es auch immer übergreifend. Bei uns ist nicht so, dass einer nur das macht und der andere macht nur das. Dass wir nicht nur im Tunnel sind für eine Sache. Und das macht auch viel mehr Spaß, wenn man dann auch über den eigenen Rand, über seine eigene Verantwortung hinausschauen kann und auch andere inspirieren kann. Das Ergebnis: in Freiburg hast du einen sicheren Job. Denn knapp 2800 Tage, also so 7,5 Jahre, dauert eine durchschnittliche Amtszeit eines Freiburg-Trainers. Streich ist übrigens jetzt schon bei Tag 3653 angekommen. Und nach so einer langen Zeit gehen halt auch so Sachen wie Vertragsverhandlungen sehr, sehr schnell über die Bühne. Da reden wir ein paar Minuten und wir reden ja sonst immer mit der Verantwortung, mit dem Jochen, mit dem Clemens, mit dem Oliver Leki, redet man ja immer mal so über gewisse Dinge, über Entwicklungen. Und dann ist das passiert in ein paar Minuten so oder so. Christian Streich ist ein Beschützertyp. Für alles und für jeden. Hättet ihr eine Katze und ihr würdet ihn anrufen, dann würde er kommen und würde diese Katze verteidigen. Wer mag auch schon keine Katzen? Am meisten Schutz bekommen natürlich aber seine Jungs. Beispiel 2021, Freiburg belegt oft den Champions-League-Platz, überwintert gerade auf Platz 3 eine mögliche Teilnahme an der Königsklasse und dass seine Spieler medial hochgejubelt werden. Das passt ihm aber nicht so ganz rein. Kümmert euch um Bayern und um Dortmund und um die andere. Lasst unsere Jungs in Ruhe. Aber auch für Nicht-Freiburger wie Roger Schmidt steht er ein. Der Ex-Bayer-Coach nannte nämlich Julian Nagelsmann in einem Spiel einen Spinner. Böser Junge. Die Kameras haben es aber gehört. Alle rasten aus und Streich schützt Schmidt. Die ganze Leute höre, was mir unter totaler Anspannung mal uns rausrutscht. Da hockst du auf der Bank und du fühlst dich überwacht. Und das macht dir keine Freude mehr. Und jetzt wird alles rausgeholt und gesammelt. Und jetzt wird er wie Sau durchs Dorf getrieben. Wer sind wir, Trainer? Wir sind ganz normale Menschen, die unter wirklich enorme Anspannung stehen. Wir sind auf die Welt gekommen gewissermaßen, um zu streiten. Und um zu freuen, um zu streiten und um zu schlichten. Nächstes Beispiel, Mai 2020, Werder Bremen im Krisenmode, kurz vor dem Abstieg. Werder-Coach Florian Kohfeldt. Die Zielscheibe einiger Experten. Wenn ich gehört habe und gelesen habe, was einige Leute, die das überhaupt nicht beurteilen, was intern gearbeitet wird in Bremen, an Häme und an negative Äußerungen ehemalige Spieler und sogenannte Experten abgelassen habe, ob diese Leute nicht mal nachdenken, bevor sie irgendwelche Sachen in die Mikrofon schwätzen. Und deshalb, das freut mich für die Florian und für Werder Bremen. Streich freute sich also sogar, dass Bremen in Freiburg gewann. Und letztes Beispiel, Oktober 21, Marc van Bommels Bilanz in Wolfsburg nicht ganz so rosig. Auch gegen Freiburg verlieren sie und wenige VfL-Fans schreien danach van Bommel raus. Ein gefundenes Fressen für die Presse? Ich muss jetzt mal was sagen. Wenn im Stadion 10.200 Leute sind und es ist nach dem Spiel ruhig, weil die Enttäuschung da ist und es rufen 4 oder 5 Leute laut irgendeinen Namen, dann sind das keine Rufe. Das ist ein Ruf von irgendjemandem. Also ich meine, alles was recht ist. Ich habe auch nichts gehört. Muss man gleich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und bei Pressekonferenzen, da werden halt eben auch so einige Dinge klargestellt. In seiner Amtszeit als Freiburg-Coach sind PKs zum medialen Highlights geworden. Es geht um Sport, Politik, gesellschaftliche Themen und so weiter. Seine Meinung ist oft und gerne gefragt. Er ist eben halt auch meinungsstark und seine Worte wählt er meist weise. Und der Cristiano Ronaldo zeigt, das kann man doch glaube ich so sagen, gern seine schönen Muskeln. Ich kann nicht eine Unterscheidung mehr finden zwischen 220 und 440 Millionen. Es übersteigt meine Fähigkeit, das einzuordnen. Wir haben ja alle genug Geld, dass nicht wir irgendwelche Hähnchen kaufen für 2,50 Euro oder 3,50 Euro, die gewählt worden sind, ihr ganzes Leben, ihr kurzes Leben. Wenn ich diesen Ministerpräsident in England sehe, da fällt mir nichts mehr ein. Was da mit einer Art und Weise da Politik geführt wird, das ist unverantwortlich. Ja, ich habe keine Schreibmaschine mehr. Klar, nee. Ich würde viel Fehler machen, muss immer glatt rausreißen und wieder neu einspannen. Ich lebe in einer Welt, wo es um ganz viel Geld kriegt. Ich verdiene viel Geld. Ich bin hoch privilegiert, weil ich viel. Aber es geht immer darum, sich die ganze Zeit zu reflektieren darüber. Weil die Macht des Geldes ist grenzenlos.
mit Dirk Nowitzki wird natürlich Deutschland verbunden. Und es gibt keine Gelder und es gibt nichts, was so etwas transportieren kann in ein anderes Land, in eine andere Kultur, wie so eine Person. Ja. Also ich bin jetzt relativ unsexy, aber die, das gebe ich zu, aber die, ich meine so der Verein und die Struktur, die sind auch ein bisschen sexy. Und seine Meinung schwappen bis rüber in die USA, zu den New York Times, einer der größten Zeitungen dieser Welt. Und darin wird er als das inoffizielle gesellschaftliche Gewissen des deutschen Fußballs bezeichnet. Er selbst sagt aber, ich bin kein Philosoph, weil Philosophie findet man eher dort, wo man es auch vielleicht gar nicht erwarten mag. Du kannst auch rumgehen und du triffst irgendeine ältere Frau oder ältere Mann und du redest mit ihnen und sie sagen dir zwei, drei Sachen. Und du gehst heim und du bist bereichert, weil du was gehört hast, was für immer ist für dich. Wir können jetzt noch einen philosophischen Kalenderspruch über Heimat einfügen, machen wir aber nicht. Sagen wir es einfach, wie es ist. Streich ist ein heimatverbundener Mensch. Kann man bei dem Dialekt auch wirklich kaum ignorieren, muss man an der Stelle anmerken. Alemannisch, all day long. Und in Zeiten, in denen ja sowieso immer weniger Dialekt gesprochen wird oder geschwätzt oder babbelt oder geratscht, sticht er halt damit eben auch aus der Masse heraus, auch wenn es teilweise tricky werden kann. Trinke ein Glas wie? Wie ist nicht Whisky, wie ist Wein? Ich habe mal irgendwo, wenn ich das noch sagen darf, ist vielleicht nur als einfach mal eine lustige Anekdote. Ich bin mal irgendwo gewesen und habe gesagt, ich hätte gerne ein Glas wie. Da hat mir der Kellner ein Whisky gebracht. Aber es war ja eigentlich richtig, weil es war ja näher am Whisky als am Wein. Und dann trinken wir ein Gläschen wie und dann gehen wir ins Nest. Und er ist der einzige Bundesliga-Trainer, der dort trainiert, wo er auch herkommt. Und zwar seit 1995. Aber versteht diesen Dialekt eigentlich überhaupt jeder? Er hat sich echt auch angestrengt, gerade mit Spielern Hochdeutsch zu sprechen, die vielleicht den walischen Dialekt jetzt nicht sofort verstehen. Also ich hoffe, ich verrate jetzt kein Geheimnis, aber er kann auch gut Hochdeutsch sprechen. Aber die Heimat war ein Grund, wieso er anfangs gar nicht erst unterschreiben wollte. Die Leute kennen ihn, wissen, wo er wohnt, in welche Kneipen er geht. Und sie alle wollte er nicht mit möglichen Misserfolgen enttäuschen, weil er einfach auch ein sehr selbstkritischer Typ ist. Keiner ist perfekt, jeder macht auch mal Fehler, persönliche, sportliche, ist völlig egal. Die Frage ist ja aber dann, wie geht man mit diesen Fehlern um? Streich sucht den Fehler prinzipiell immer zuerst bei sich und dann erst woanders. Aber wenn er merkt, nee, da habe ich jetzt einfach einen Bock geschossen, dann biegt er das auch wieder gerade. Beispiel, mit dem wir, glaube ich, alle relaten können, schwierige Namen. Streich hatte nämlich dieses Problem mit Stuttgarts Al-Ghadoui. Ich habe gesagt, ich habe nicht mal gewusst, dass du Al-Ghadoui, oder hab's, ist mir nicht mehr eingefallen. Ich habe gedacht El-Ghadoui, natürlich völlig falsch. Und da hat er gesagt, ich soll mir nicht über so Sachen keinen Kopf machen. Das waren die wahnsinnig nett. Und er hat mir gratuliert und wir haben uns unterhalten. Und es war sehr, sehr schön und angenehm. Oder zu Saisonbeginn. Freiburg gegen Mainz haben gegeneinander gespielt. Streich lobte Mainz vor dem Spiel und redete irgendwas von Europa League und so ein Zeug. Großer Fehler. Und habe ich mich jetzt die letzten zwei Tage abartig geärgert, weil diesen Scheiß jetzt am fünften Spieltag über den Europapokal zu reden, den mich wahnsinnig aufgeregt hätte, wenn das von irgendwo gekommen wäre, habe genau ich gemacht. Ich möchte mich bei allen Mainzer Verantwortlichen und entschuldigen, weil die können alles brauchen, nur nicht so ein Zeugs von einem anderen Trainer, der nicht genug nachgedacht hat. Diese Umsicht und das Eingestehen der eigenen Fehler ist im Profifußball sicherlich keine Selbstständigkeit. Selbstverständlichkeit. Ja. Selbstverständlichkeit. Deswegen ist sowas doch wirklich umso schöner. 10 Jahre Christian Streich, das waren die 10 Gründe, wieso er ein Hero ist. Und dieses Kapitel schließen wir mit ihm selbst. Und wir hoffen, dass wir noch ein paar Vertragsverlängerungen miterleben dürfen. Es ist einfach so, ich bin gern Trainer hier. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Trainer sein kann.
Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch Christian Streich noch ein Stückchen näher bringen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Rutsch oder vielleicht auch schon ein gutes neues Jahr, wenn ihr dieses Video erst im Jahr 2022 sehen solltet. Wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder nach der Winterpause. Macht's gut.